Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Overwatch. Und ich bin nicht alleine, liebe Alcrambas, wieder mit dabei. Hallo. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Ja, bei mir auch wieder Overwatch und ich spiele heute den Fetten. Wie heißt der denn überhaupt? Weiß ich gerade gar nicht. Roadhog. Danke, ja. Ich spiele heute mal Junkrat. Ups, und fehle gleich. Diese fette Sau. LOL. Was macht denn der schon da? Ja, das ist eine gute Frage. Aber hast du dich ja drum gekümmert, oder? Ja, ja, er ist tot. Du hast den Stick represented. Ich hab den richtigen Junk-Stick represented. Ich frag mich nur, wo der herkam. Boah, jetzt hat der Ulti oder was? Was hat der denn da für einen Schaden plötzlich gedrückt? Mann, wo kommt der denn die ganze Zeit her, der Typ? Die ganze Zeit von hinten. Mir irgendjemand gerade harten Schaden gegeben, aber es war nicht mal er. Oh, da haben sie jetzt echt gut gepusht, guten Schaden gemacht. Aber der A-Punkt ist auch extrem hart zu verteidigen. Geht eigentlich sogar noch, aber der blöde Typ war halt schuld gerade. Ja, man braucht ewig weiterhin. Ja. Nervt halt tierisch. Also A-Punkt zu verteidigen ist, wenn einmal das Team, das ist eigentlich halt einfach schon easy zu töten ist, dann ist der A-Punkt weg, weil bis du da wieder bist, no way. Ich glaube, der will, dass wir das Ziel verteidigen. Ich glaube auch. Ich glaube, ich mach mal, gibt's Negative? Ne, gibt's nicht. Ich mach einen Spruch. Ich krieg gleich eine Krise, Alter. Ach man, ich war in der Ulti und dann kommt mir das Ding da entgegengeschickt. Da konnte ich nicht mal mehr raus. Echt super nervig. Nix gibt's hier, nix gibt's. Schade, dass wir jetzt kein Bastion oder Torbjörn haben. Die sind eigentlich dann doch da. Einer von beiden ganz nice. Ich hätte ganz gerne einen Sniper, der mir jetzt sagt, wo die Ziele, wo die Gegner sind gerade. Auch das wäre schön. Tracer geht hier auch gerade auf den Keks. Ach man, und dann kriege ich die Sphäre rein und in dem Augenblick steht... Oh. Eigentlich habe ich die Ulti schön unterbrochen, aber dann ist er abgehauen. Und dann eine Sphäre der Schwächung, dann lang drei Schuss. Und dann bin ich tot. Also effektiv ist der Heißer doch auch nicht. Die ist hier nur die ganze Zeit am Nerven, aber... Ja, so sieht's aus. Viel mehr brauchen wir Tracer aber meistens auch nicht machen. Leider. Ja, mittlerweile mal tot. Weiß ich nicht. Weg mit dir! Den habe ich gerade in zwei Granaten auf dem Schädel geschossen.
Alter. Das war hart knapp gerade. Immer wenn ich meine Ulti anmache, schaffe ich's. Also der Zenyatta hier, der nervt mich im ganz Speziellen. Geh rauf, geh rauf, geh rauf, geh rauf. Boah, Junge. Alter. Und schon wieder die Sphäre. Der macht mich gerade fertig. Der Typ, der nervt mich. Das war hart close, ne? Das war knapp, ja. Ah, endlich. Tot ist er. Tod dem Ming! Scheiße, nervt schon wieder, habe ich so das Gefühl. Nice ah, Kill! Lol. Wuhuhu! Hab ihn. Tod dem Ming! Der war gut. Das waren geil, zwei geile Grabs gerade eben. Alter Schwede. Alter, jetzt gerade läuft's einfach. Wenn du scheinbar dein E machst, dann bist du immun gegen die Ulti von Tracer. Zumindest war die Ulti gerade neben mir und mich hat's mein gar nichts gemacht. Mein E. Mein E. Das Heilen. Ja, wir müssen leider noch ein bisschen. Es sind immer noch ganze 3 Minuten, ja. Ich guck die ganze Zeit, ob da von hinten einer kommt. Die sammeln sich da jetzt alle gerade. Oh oh. Naja, die sammeln sich da alle jetzt gerade pur. Alter, was hat der denn für ein Unverschämter? Ja, die haben sich jetzt alle wirklich lange in dem Raum gesammelt, gewartet. Das war jetzt klar, dass wir verlieren. Wo war denn unser Team? Ja, ich weiß nicht. Ich war jetzt so lange da, die haben wirklich lange da gestanden und ich habe da auch lange jetzt auf dem Punkt gestanden. War einfach nicht gut. Schade, aber schöne Kills waren da dabei. Ah, das war, wo er sich hinten rein teleportiert hat. 2 Kills. Wow, was ein Play of the Game. Na gut, aber das war's für die heutige Runde. Immerhin habe ich ein bisschen Schaden machen können. Und ja, war glaube ich mal ganz interessant, Junkrat da zu sehen in der Verteidigung. Ich glaube, ich habe selten bisher ein Verteidigungsspiel hochgeladen. Also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bei mir auch, wie gesagt, war glaube ich eine nette Runde mit schönen Kills und dementsprechend das leider eine Niederlage, aber auch das gehört zu Overwatch dazu. Deswegen beim nächsten Mal hoffentlich wieder ein Sieg. Also schaltet wieder ein. Ciao.